Hallo und herzlich willkommen, Ringrocker hier. Ich freue mich, dass ihr bei diesem leuchtende Perle Video mit dabei seid. Nachdem im letzten Video Super Easy Arena 5 bestritten wurde, muss ich jetzt erstmal schauen, wo es überhaupt in der Story weitergeht. Wenn euch die Videos gefallen, lasst doch gerne ein Abo da, würde mich riesig freuen. Los geht's! So, mit Bravour Arena Orden 5 im letzten Video absolviert und jetzt verlassen wir das erste Mal die Arena und ich weiß gar nicht, was jetzt passiert. Da ist die gute Cynthia! Sehr cool! Bin ich froh, dich zu sehen. Du glaubst ja nicht, wie schwer es war, dich ausfindig zu machen. Meine Großmutter hat mir erzählt, was in Elysius passiert ist. Danke für alles, was du in den Ruinen getan hast. Ja, gerne doch. Aber dieses Team Galaktik, ich dachte, das wäre nur ein harmloser Haufen Exzentriker mit fragwürdigem Kleidungsstil. Wie sie immer davon reden, ein neues Universum erschaffen zu wollen. Viel heiße Luft eben. Tja, offenbar sind sie viel gefährlicher als angenommen. Pokémon zu stehlen und einzusperren, das ist nicht nur falsch, sondern auch abgrundtief böse. Entschuldigen, abrupten Themenwechsel, aber wir haben dir eigentlich die Ruinen gefallen. Wenn du mehr zu ihnen wissen willst, solltest du in der Bibliothek von Fleetburg vorbeischauen. Dort gibt es alte Bücher, die dich interessieren können. So ein Besuch könnte dir auch dabei helfen, dein Pokédex zu vervollständigen. Du solltest dort wirklich mal vorbeischauen. Ich kann es wärmstens empfehlen. Mach's gut! Okidoki, wir sollen also nach Fleetburg. Schauen wir mal in die Karte rein, das ist hier hinten. Kommen wir da einfach hin oder brauchen wir dann einen Surfer? Warte, ich stehe doch aus. Obwohl sehr kurz gilt diese Straße unter Angel-Enthusiasten als Geheimtipp. Okay. Okay, okay. Dann geht's jetzt wohl scheinbar nach Fleetburg. Kann ich Surfer... Ach so, ich hatte Surfer schon. Okay, okay, okay. Wir können Surfer schon einsetzen. Aber wir sollen als erstes nach Fleetburg. Also geht's erstmal zurück wieder nach Jubelstadt. Flatter, flatter. Sehr, sehr nice. Zack, bumm, hier waren wir echt lange nicht mehr, aber wir heilen nochmal schnell unsere Pokémon vorher. So, wieder raus aus dem Pokécenter. Springen wir uns auf unser Fahrrad und fahren einmal hier ganz umständlich lang und ab nach Fleetburg. Gibt's hier noch was Neues? Hallihallo. Scheinbar nicht. Hallihallo. Findest du die auch? Ja, sehr gut, das wollte ich hören. Und da wir eine Wellenlänge sind, schenke ich dir diese Angel. Deine Angel! Moment, hier hätten wir schon unsere allererste Angel haben können. Ich habe die Profi-Angel schon länger. Nein, du musst mir nicht erklären, wie man angelt. Ist das ernsthaft? Ich hätte schon hier eine Angel haben können. Das ist ja echt peinlich. Na gut. Weiter geht's. Gut, einmal hier wieder wie immer. Oh, hier muss man dann tatsächlich das erste Mal surfen. Und wie immer, ich cut euch rein, wenn hier was Interessantes passiert. Und wir gucken uns noch einmal ganz kurz zusammen die Surfer-Animation zusammen an. Mit Bidifas, alles klaro. Und da haben wir auch, ach, da haben wir auch schon das erste Item. Ein Glas Honig. Und wie immer, wenn was Genaues passiert, kommt das jetzt hier reingeschnitten. So, und ein neues Pokémon gefangen für den Pokédex. Mit seinen langen Flügeln lässt es sich wie ein Segelflugzeug vom Seewind treiben. Wenn es sich ausruht, faltet die Flügel zusammen. Ein Wingull. Und von diesem netten Jungen hier bekommen wir Blütensticker geschenkt. Dankeschön. So, und jetzt sollte sich... Ja, Vonaira entwickelt sich. Ich habe die ganze Zeit gedacht, auf welchem Level entwickelt sich Vonaira eigentlich? Also mal gegoogelt und dann festgestellt, ich bin so dumm. Man muss Vonaira das Item ovaler Stein zum Tragen geben, dann Level Up machen, dann entwickelt sich zu Shanaira. Das hätte ich die ganze Zeit schon machen können. So dumm, aber gut. Na, wie auch immer, jetzt haben wir schon unser Shanaira. Es legt jeden Tag mehrere Eier, die es aber nicht mit denen teilt, die ein böses Herz haben. Alles klaro. So, haben wir dann den ovalen Stein auch noch? Nee, der ist jetzt weg. Der ist tatsächlich verschwunden. So, dann haben wir jetzt noch eine kleine Wiese. Hier nochmal einen Trainer. Und da hinten dann noch ein paar Bären, die ich einsammle. Und dann geht's auch schon direkt rein nach Fleetburg. So, und dann starten wir jetzt rein direkt hier in das Durchgangshaus. Und der sieht so aus, als ob er auf uns wartet. Das ist doch der Vater von der Lucia. Hey, Ringrocker, wir haben uns ja eine ganze Weile nicht gesehen. Oh, jetzt sag bloß, du weißt nicht mehr, wer ich bin. Ja, doch klar. Ich bin Professor Ives Assistent und außerdem der Vater von Lucia. Der Professor hat mich gebeten, deinen Pokédex aufzurüsten. Also bin ich meiner Intuition gefolgt und habe einfach hier auf dich gewartet. Gibst du mir aber bitte deinen Pokédex? Mal sehen, was wir da noch... Mal sehen, war das noch gleich. Die neue Software muss einfach hier installiert werden, oder? Klick, klick.
Nanu, dein Pokédex ist ja schon auf dem neuesten Stand. Schließlich verfügt er bereits über eine Funktion, mit der du dir die männliche und weibliche Version von Pokémon ansehen kannst. Das gab es früher nicht. So ist es viel praktischer. Jetzt will ich dir aber nicht weitersteuern. Schließlich muss der Professor helfen nach. Und kannst du bitte auch Team Galaktik im Auge behalten? Der Vorfall in Jubelstadt bereitet dem Professor nämlich immer noch Sorgen. Letztendlich ist sicher alles halb so wild, aber man weiß ja nie. Nun, ich muss los. Bis bald. Noch schnell mit dem netten Polizisten reden. Er hat Durst, okay. Er kann mal was zu trinken bringen hier. Gut, dann erkunde ich mal Fleetburg und wie immer alles Interessante wird euch reingekattet. Hier bekommen wir von einer netten Dame TM48 und das ist auch gleich schon das allererste Haus hier in Fleetburg. Ihr seht es jetzt und zwar dieses. Hier in diesem Haus ist der Attackenverlerner. Sehr praktisch kann das sein. Den haben wir hier in diesem Haus. Hier oben haben wir dann noch ein verschlossenes Haus. Da fragt man jetzt sicher, wofür ist das gut? Da gibt es später ein Event, um bestimmte Pokémon zu fangen. Mehr sage ich dazu nicht. Wobei, doch, ich kann es euch sagen. Hier kriegt man später Darkrai. Ja, das ist wohl so eine Special-Event-Ticket-Verteilung. Bin gespannt, wann wir das bekommen. Irgendwann wird es kommen und... Da ist The Barry! Hey, Ringbocker! Willst du etwa den Teasing-Arena-Leiter herausfordern? Na, dann sollst du aber jemand vorher prüfen, ob du dazu bereit bist. Okay, also ein Fight gegen den guten Bob. Auf geht's! Pokémon-Trainer Bob, ich sag immer Barry, tut mir leid. Staravia, alles klar. Oh. Ich denk mal, damit werden wir doch ganz gut klarkommen. Dann wird Fleetburg weiter erkundet und dann sieht so aus, als ob wir im Folgevideo dann schon so weit sind, dass wir die nächste Arena schon machen. Arena Nummer 6 ist ja ziemlich nice, geht gut voran. Okay, irgendeine Beere, eine Flinkklaue, okay, Doppelteam, alles klar, er geht auf die Ausweichtaktik. Gut, gut. Aber ich denke mal, wir werden mit Bob hier wieder relativ easy fertig. Seine Pokémon sind ja echt enttäuschendes Level, muss ich sagen. Ich verstehe nicht, warum die alle so ein niedriges Level haben und ich habe so ein asozial hohes Level. Das raff ich irgendwie nicht. Das ist irgendwie seit Arena 3, keine Ahnung, was da irgendwie schiefgelaufen ist. Ah gut, Scaraborn, auf geht's. Scaraborn ist Käferkampf. Oh, kampfgefährlich für mich eigentlich. Mit Kampf habe ich auch super gute Erfahrungen gemacht. Mal schauen, ob Lake langt. Nein, Lake langt nicht. Und setzt einen Silberblick ein. Das ist gut für mich. Damit kann ich leben. Und dann machen wir einfach noch eine Lake. Und dann sollte er schon besiegt sein. Zack, sehr, sehr schön. So mag ich das. Scaraborn besiegt. So, was kommt als nächstes für ein Pokémon? Nein, Ponita braucht keine Agilität. Ein Barmelin. So, jetzt wechsle ich mein Pokémon auf Luxtra und besiege das mit einer Elektroattacke. Warum hat er eigentlich immer noch Barmelin? Barmelin, warum ist das immer noch nicht entwickelt? Kann mir das einer erklären? Bob, dein Pokémon-Training, ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber das macht nicht so viel Sinn. Hat er eigentlich schon 6 Pokémon? Ich habe es gar nicht gesehen. 5 oder 6. Na gut, also Barmelin besiegt, das war jetzt Nummer 3 von 5 oder 6. Schauen wir mal ein Ponita, ja dann wechselst du doch wieder das Pokémon, whatever. So wollen wir ja nicht sein, ne? So, Empoleon wieder da. Und er setzt Ponita ein, Level 34. So, jetzt sehen wir gleich, wie viel Pokémon er hat. 5, okay. Eine Lage, dann sollte es besiegt sein. Flammrad, wieso ist das schneller? Ey, Empoleon, so ein geiles Pokémon. Es ist so unglaublich langsam. Zack, besiegt. Sehr nice. Und dann haben wir als letztes sein Chelterra, wobei das wahrscheinlich noch nicht Chelterra ist. Es wird noch in der zweiten Evolutionsstufe rumhängen, denke ich. Oder? Ja. Den Namen kann ich nicht aussprechen, deswegen bleiben wir bei Chelterra. Seine schwierige Situation, ja okay. Ja, vielleicht schafft er es, mein Empoleon zu besiegen, aber... Whatever. Metallklaue. Wir sind sogar schneller, crazy. Und es macht ja gar keinen Schaden. Tarnsteine. Ich könnte ihn... Ey... Stil von Verbrennung gehalten. Das ist so nice hier in der Edition. Jetzt, wenn die Pokémon einen mögen, sich von den Statuseffekten selbst heilen, das ist sau cool.
Oh, Whirlpool, gar nicht so bad. Rasierblatt und einfach mal easy ausgewischt, Alter. So OP. Und Whirlpool ist doch ganz gut, muss ich sagen, ja. Wo jetzt noch eine Metallklaue und beim nächsten Mal eine Lage und dann ist er vielleicht sogar schon besiegt. Zack. Oha. Auf jeden Fall ziemlich viel Schaden. Auf einmal die erste hat irgendwie nicht so viel Schaden gemacht. Rasierblatt juckt mich nicht und dann ist er jetzt auch schon so gut wie down. Es ist noch nicht am Ende. Ja, er wird nicht aufgeben, aber ich glaube, das bringt ihm nicht viel. Und zack. Besiegt. Wonderful. Sehr, sehr nice. Und kriegen wir jetzt noch eine Entwicklung? Schauen wir mal. Ich habe da so ein Gefühl, dass sich jetzt noch ein Pokémon entwickelt. Und... ja, tatsächlich. Schalelos entwickelt sich sehr, sehr cool. Wup, 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 wup. Nächster Pokédex-Eintrag. Tada! Gastrodon. So heißt es doch, oder? Ich glaube ja, Gastrodon. Ja, Gastrodon. Sehr, sehr cool. Und was sagt der Eintrag? Es lebt an seichten Stellen im Meer und soll für Urzeiten einen kräftigen Schutzpanther besessen haben. Okay, und jetzt ist nur noch so eine Schnecke. Meinetwegen, da bist du eben ein kleines bisschen besser als ich. Wie üblich halt, na und? Aber hör mal, dreimal darfst du raten, wer die Pokémon-Liga meist an sich selbst zum Champ krönen wird. Ganz genau, nämlich ich. Aber egal, du scheinst die Marineleiter jedenfalls durchaus gewachsen zu sein. Also, wieso bist du überhaupt noch hier? Los, bring's endlich hinter dich. Ja, ganz ruhig erstmal Pokémon heilen. So, nachdem wir die Pokémon geheilt haben, wird jetzt erstmal weiter erkundet. So, hier haben wir das Haus von Seemann Eltrich. Bin ich mal gespannt, das klingt irgendwie vielversprechend. Häuser mit Schild sind immer eigentlich ganz gut. Hallo, hallo, unser Junge hat einfach viel zu viel Energie. Ich wünsche, er wäre ein bisschen ruhiger. Hi, ich werde mal ein Seemann, genau wie mein Papa. Er ist nämlich der mutigste Mann, den ich kenne. Selbst hohe Wellen machen ihm keine Angst. Arenaleiter sein wäre aber auch echt cool. Adam ist total klasse. Okay, in diesem Haus gab es doch nichts. Wir quatschen mal mit dem Mann hier beim Doc. Möchtest du einen Seestich? Da kann man zur Eiseninsel fahren. Ich würde sagen, die heben wir uns aber für ein extra Video auf. Wir schauen jetzt noch schnell in die Bibliothek rein und dann im nächsten Video, glaube ich, steht dann die Arena an. Mal schauen, ob es hier noch was Interessantes gibt oder irgendwas für die Story. Bitte störe mich nicht, du siehst doch, dass ich hier lese. Also einmal Cut, ob wir hier was Interessantes finden. So, die Bibliothek war ehrlich gesagt ein bisschen unspektakulär, da gab es eigentlich gar nichts. Also geht's jetzt beim nächsten Mal hier weiter in der Arena. Gut, wir sind also in Fleetburg angekommen. Die Bibliothek war ja bisher eine Sackgasse, aber vielleicht geht's dort auch erst nach Arena Nummer 6 weiter. Ich bin gespannt, welche Level dort so vorherrschend sind. Sind wir immer noch overleveled? Wird die Arena leicht für mein Team? Schreibt's in die Kommentare. Lasst gerne noch ein Like da und auf keinen Fall vergesst zu abonnieren. Kostet nichts, aber hilft beim Kanal. Bis zum nächsten Mal.